Während viele Passagiere der Diamond Princess in ihre Heimat zurückkehren können, sind zwei Japaner, die an Bord des Kreuzfahrtschiffes waren, am Coronavirus gestorben. Wie das Gesundheitsministerium in Tokio mitteilte, kamen eine 84-jährige Frau und ein 87 Jahre alter Mann ums Leben. Damit erhöht sich die Zahl der Toten in Japan auf 3. Die Diamond Princess liegt im Hafen von Yokohama bei Tokio. In den vergangenen 2 Wochen war sie unter Quarantäne gestellt. Experten wie dieser japanische Professor, der an Bord war, üben Kritik am Vorgehen der japanischen Behörden. Die Situation sei chaotisch gewesen. Die Menschen an Bord hätten mal Masken getragen, mal nicht. Während der Quarantänezeit breitete sich das Virus weiter aus. Bis zuletzt gab es Neuinfektionen. Insgesamt waren bis Mittwoch 621 Menschen betroffen. Es sei trotzdem richtig gewesen, die 3.700 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord zu halten, da es in Japan keine Quarantänestation gäbe, die Platz für so viele Menschen habe, so dieser Professor, der ebenfalls zu einer Inspektion an Bord war. Diese Hongkonger werden nach Ankunft in ihrer Heimat erneut isoliert. Andere Länder, die ihre Staatsbürger ausfliegen, verfahren nach demselben Prinzip. In China gingen Gesundheitsinspektoren im weitestgehend abgeriegelten Wuhan von Tür zu Tür, um nach noch unentdeckten Erkrankten zu suchen. Der Sekretär der Kommunistischen Partei in der Provinzhauptstadt drohte mit Konsequenzen, sollte danach auch nur ein neuer Fall gefunden werden. Im Staatsfernsehen wurde gezeigt, wie in Schulen und Konferenzzentren improvisierte Krankenhäuser errichtet wurden. Den chinesischen Behörden wird vorgeworfen, zu langsam auf den Ausbruch des Virus reagiert und Warnungen ignoriert zu haben.